Hallöchen! Willkommen bei einer neuen Folge Let's Remake mit dem Matt! Es ist leichter, wenn ich schon geladen habe, oder? Wir machen weiter, wo wir zuletzt aufgehört haben. Und hoffentlich bekommen wir dann auch bald das Tool mit dem Wände abreißen und neu gestalten. Damit wir endlich zum Hauptakt übergehen können. Aber wisst ihr was? Spontane Idee. Ich zeig euch den Rest. Also, das machen wir schon noch fertig. Verkaufen und Müll. Ich zeige euch die restlichen Mini-Projekte jetzt nicht mehr extra. Dafür sehen wir uns dann, wenn es soweit ist, wieder. Ach. Tschüss. Gut. Das war's schon. Gibt's hier was? Dings muss noch. Das sind Schablonen, ja. Oh, nicht die Pinsel. War's das schon? Nein. Ah, Entschuldigung. Wenn sie der Nase kitzelt und so, ne? Aber ganz ehrlich, das Muster ist eine Katastrophe. Und die will das unbedingt haben, ja? Größe. Dann bitte so klein wie geht. Kitzel. Katze, es kitzelt. Ach, was soll's. Wenn die sich das einbildet. Das ist einfach eine Katastrophe. Sind wir mal ehrlich. Das erinnert irgendwie ein bisschen an uralte Häuser, Einrichtungen, so zu Großmutters Zeiten und so. Oder? Kann natürlich auch Einbildung sein und das kommt nur mir so vor. So, Kram kaufen, Kram verkaufen. Heizung. Heizung ist relativ klein. Das ist nicht schlecht. Warum ist das rosa? Katze, was treibst du? Schauen wir mal. Das ist auch wieder metallic. Kühles Metall. Ich weiß nicht, ob ich da die Einzige bin, die so denkt, aber das ist eine seltsame Kombi, wenn du Toilette mit Metall. Fun Fact, genau das Modell, oder zumindest fast, haben wir bei uns in der Firma. Okay. Ich liebe es, dass ich nicht mehr montieren muss, ganz ehrlich. Ganz, ganz ehrlich.
Was sollen die Fische? Und Moment. Ach, ich habe mich jetzt kurz gefragt, was das ist. Stil ändern. In dem Fall so. Bei. Ach, was soll's. Tschüss. Da. Sind wir schon fertig? Gigis? Der heißt nicht wirklich Gigi, oder? Das ist Chichi, oder? Auch wenn es genauso seltsam klingt. Verkaufen. Ach. So. Jetzt sind wir fertig. Okay. Für 11.000. Auf jeden Fall großzügig, die Leute. Also. Änderung des Grundrisses. Oh, danke. Lieber Herr Pacey. Pacey? Ich habe keine Ahnung. Ich benötige Hilfe bei der Änderung des Grundrisses im Obergeschoss meines Sommerhauses. Ein paar Wände müssen abgerissen werden und es sollen 3 Schlafzimmer unterteilt werden. Außerdem müssen die Wände gestrichen, die Böden fertiggestellt und Möbel gekauft werden. Also etwas. Ihnen wird vielleicht auffallen, dass ich bereits ein wenig am Haus gearbeitet habe. Ich dachte, ich könnte es selbst fertigstellen, aber da ich nur am Wochenende kommen kann, haben meine Pläne sich erst zu ehrgeizig herausgestellt. Da ich nicht viel Zeit in dem Haus verbringe, wollte ich es für die Vermietung an Touristen vorbereiten. Nachdem ich in Rente gehe, würde ich jedoch gerne dort einziehen. Stellen Sie also bitte sicher, dass Ihre Arbeit mir viele Jahre lang erhalten bleiben wird. Ich zähle auf Sie. Perfekt, da ist das, worauf wir gewartet haben. Alles Weitere... Ja, okay. Alles Weitere, was an Mini-Aufträgen auf uns zukommt, wir haben nur das Obergeschoss. Ich glaube ja. Oh, endlich. Mein Lieblingstool. Was? Kaufen sollen wir Regale, Spiegel, eine Pflanze. Okay. So, einmal. Es gibt ja doch eine Taschenlampe. Warum hat die beim letzten Mal nicht funktioniert? Als ich sie gesucht habe. Ha? Ha? Spiel? Es geht schon deutlich schneller mit den Putzmitteln, ne?
Aber es dauert so ewig. Was hat der denn hier angestellt? Ich glaube, ich sollte... Es sieht recht trüb aus draußen. Bestimmt regnet es halt noch. Ich liebe es, dass das Fensterputzen so schnell geht. Oh, traumhaft. Okay. Da waren noch Flecken. Ich schmeiß es später runter. Bestimmt sind das... Hätte man bestimmt benutzen können. Mhm. Eine Sache, die mir jetzt erst in den Sinn kommt. Wir haben gar keine Minimap mehr. Ich meine, dafür haben wir jetzt zwar das hier. Aber, das macht es gerade nicht unbedingt einfacher. Bau alles, was du willst, wo du es willst. 3 Punkte im Raum. Ausgangspunkt, Länge der Wand, Höhe der Wand. Ach ja, genau, da war ja was. Ist der Bereich bereit? Ziel auf die Unterreihe und halte gedrückt. Ich habe die Tonne nicht aufgemacht. Und ist aus dem Bild befördert? Warte. Okay. Ja, kein Plan, wo das jetzt hingelandet ist. Ah. Du magst offene Wohnkonzepte? Genau, so geht's mit deinem Hammer. Genauso geht's deinem Hammer. So. Zielen, das kriegen wir schon alles mit. Kriegen wir schon hin. Ach, das dahinter, jetzt dachte ich schon. Ach, Spiel, irritier mich nicht so. Was ein Schmutz. Tschüss. Gut. Also. Die Wand. Ich bin gerade noch ein bisschen irritiert. Also, wir kommen von der Treppe. Und praktisch... Wir stehen jetzt hier. Das, was links ist, die halbe Wand weg. Okay.
Da ist doch was zum Verkaufen. Ach, das war eine Lampe. Jetzt. Okay. Und hier. Es wird einem zum Glück angezeigt auch. Mochte ich das alte lieber? Bin mir gerade noch nicht sicher. Aber Hauptsache es geht. Das ist das Wichtige. Mir fehlt so ein bisschen die Mechanik. Die realistische. Dass es halt auch runterfällt, ne? So. Gut. Zwei Stück weg. Eine rein. Demnächst. Können wir endlich richtig arbeiten. Ich möchte in diesem Play wesentlich mehr mit dem Hammer arbeiten. Das hätten wir im ersten Teil schon machen sollen. Aber ich hab nicht dran gedacht, ich geb's gern zu. Diesmal denken wir dran und diesmal nutzen wir das auch, dass wir die schon bekannten Grundrisse einfach nach Belieben anpassen. Angefangen bei unserem Elternhaus, da werde ich auf jeden Fall ein bisschen was ändern. Zwar wahrscheinlich nicht viel, weil das Haus recht klein ist. Verkaufen. Ditte und ditte. Oh, jetzt ist dunkel. Gut, dann unten anfangen. So und so. Oh, ich wünschte, diese Mechanik gäbe es bei einem gewissen anderen Spiel. Aber sieht cool aus, oder? Fleißiger Bursche. So. Streichen. Was wird das jetzt für ein Zimmer? Ein Schlafzimmer. Wahrscheinlich eher ein Jugendzimmer. Dann machen wir mal beide Farben. Weil wir was können. Wir machen jetzt Querstreifen ran. Und zwar ein breiter.
Und so. Und schon wieder hört die Musik einfach auf. Und so. Schön. Die Querstreifen habe ich vermisst. Die haben mir im ersten Teil wirklich gefehlt. Ey! Gedrückt halt. Zap. Ich meine, ja, diese Art von Wanddeko dauert ein bisschen länger. Das sei mir bitte verziehen. Aber wenn es halt nur mal stylischer aussieht. Wir werden es ja auch nicht immer machen. Wirklich nicht. Aber so ab und an. Vor allem, wenn zwei Farben gegeben sind. Kann man das auch ruhig mal machen. Dann will der Besitzer das ja sogar. Ne? Viel Spaß beim Nachpinseln. In etlichen Jahren. Farbe, weniger Farbe, weniger. No. Und blub. So, schön. Oberflächen. Tapete, Holzpaneele. Ich weiß gerade noch nicht so ganz. Wo das hin soll, das ist gerade so mein Problem. Auf dem Boden, okay. Unter die Wand. Okay. Ganz ehrlich, für die Wand können wir eigentlich was anderes nehmen. Oder? Ja, doch. Tapete? Das knatschbunte Ding da? Nee. Da gucken wir gleich nochmal. Ich mag den Boden. Gut. Tapete. Tupfen. Streifen. Ups. Farbe. Ich muss mir
noch daran gewöhnen, dass es direkt abgeändert wird. Also sprich, das richtige Tool auswählt. Das ist noch ein bisschen ungewohnt. Das hatte man vorher nicht. Gut. Ich würde sagen, ein paar Möbel kriegen wir noch unter, oder? Oh. Das ist ja furchtbar. Kommode. Kitschspur. Ach, mach mal wieder alles einfarbig, oder? Ich meine, dafür... Was? Warum ein Ruder? Und warum ein blauer Lichtschalter? Was soll denn der Murks? Deckenlampe? Ist irgendwie kreativ. Deckenlampe nicht working. Haas. Oh Gott, ist das grell. Wer hat sich denn das ausgedacht? So. Ich habe noch kein Dings. Sehr merkwürdig. Sehr furchtbar. Riesengroß. Absolut nicht mein Fall. So. Okay. Gut. Kann man so lassen, hoffe ich. Dann würde ich sagen, eigentlich ist es mir zu dunkel. Ehrlich gesagt, ich hätte irgendwie gerne... Ah, hier. Aber auch nicht ganz so hell. Da sind die Holzer, was wir früher immer hatten. Helle Buche? Ich kenne Buche anders. Ich glaube, das ist besser. Ich glaube, das ist besser. Stil einfügen. Das ist nicht besser. Die Tür.
war dunkel. Das ist neutraler. So, ich danke an dieser Stelle fürs Zugesehen haben. Schaut gerne beim nächsten Mal wieder rein. Oder bei dem Stream. Ich bin am Wochenende live. Link dazu in der Beschreibung. Das Haus fertig machen und dann geht's los. Bis dahin. Bye bye.